Sylvie Meis hatte schon den ein oder anderen Mann an ihrer Seite. Zweimal war sie schon verheiratet. Wir zeigen euch, mit welchen Männern die hübsche Blondine schon zusammen war. 2005 gab Sylvie dem Fußballer Raphael van der Vaart das Jawort. Die Hochzeit wurde sogar live im niederländischen Fernsehen übertragen. Mit ihm war Sylvie bis 2013 verheiratet. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn, Damian. Nach der Trennung von Raphael kam die Moderatorin mit dem Pariser Unternehmer Guillaume Sarker zusammen. Ihre Beziehung hielt allerdings nur kurz und endete in einer Schlammschlacht. Ein Jahr später datete Sylvie Meis den amerikanischen Geschäftsmann Samuel Deutsch. Mit ihm zeigte sie sich öffentlich bei Events, unter anderem auf dem Oktoberfest. Nur wenige Monate später war jedoch wieder alles aus. 2015 kam Sylvie mit dem Schweizer Nachtclubbesitzer Maurice Mobetti zusammen. Im Anschluss schoss Mobetti in den Medien gegen die ehemalige Let's Dance-Moderatorin. Im Jahr 2017 überraschte Sylvie Meis mit ihrer Verlobung mit dem Geschäftsmann Charbel Aout. 8 Monate später wurde diese jedoch aufgelöst und das Paar trennte sich. Im Dezember 2018 machte Sylvie ihre Beziehung zum Filmproduzenten Bart Willemsen öffentlich. Die beiden lernten sich beim Dreh des gemeinsamen Films Misfit kennen. Im April verkündete Sylvie jedoch die Trennung nach nur wenigen Monaten. Im Juni 2019 lernte die Blondine schließlich Niklas Castello kennen. Die Verlobung der beiden folgte schnell. Nur wenige Monate später kündigte Sylvie an, den Künstler heiraten zu wollen. Obwohl die Hochzeit wegen der Corona-Pandemie einmal verschoben werden musste, heirateten die beiden schließlich im September 2020. Anfang 2023 der Schock. Das Paar gab seine Trennung bekannt. Wir blicken auf sehr schöne Zeiten zurück, müssen aber anerkennen, dass unsere Lebenssituationen für eine gemeinsame Zukunft zu verschieden sind, so das ehemalige Paar in einem Statement gegenüber Bild.